Guten Abend, ich wollte euch kurz zeigen, nachdem ja die Frage auch kam, wie wir diese Karte gestaltet haben, wie wir die Karte gemacht haben. Ich habe jetzt schon mal eine auch vorgearbeitet, damit wir die nachher auch bearbeiten können. Dann wollte ich kurz zeigen, es gibt ab morgen im Shop und auch bei unserem Facebook im Album die neuen Stempel. Das sind die Rosen, die ich da auch verwendet habe, hier oben von All Create. Das ist das eine, die gibt es neu. Dann gibt es die. Dann gibt es den lustigen Hasen. Schaut dann so aus. Dann haben wir einen neuen Stencil mit so Kreisen. Finde ich auch ganz witzig. Dann haben wir wieder so Grundstempel. Dann mit einem Bücherstapel. Sieht man auf der Rückseite besser. Da ist er bunt. Kann man toll gestalten. Zeigen wir den anderen auch noch von hinten. Mit einer Feder. Mit einem Schriftbild hinten dran. Finde ich auch ganz lustig. Kann man auch schön für Alben oder sonst was hernehmen. Und dann gibt es die noch, die haben wir auch, kommen auch morgen ins Album. Auf der Rückseite, dass man sieht, wenn es gestempelt ist. So, also es wäre das Neue, was morgen kommt. Und dann wollten wir eben zeigen, wie man so eine Karte machen könnte. Ich mal schnell weglegen. Also brauchen tut ihr, ich nehme dafür Aquarellpapier. Dann nehme ich meine Lyra-Stifte. Das sind Aquarell-Wachsmalstifte auf Wasserbasis. Die gibt es auch ab sofort bei uns. Die schauen so aus, in jeder Farbe. Also könnt ihr nehmen. Dann haben wir hergenommen die Brushmaker von der Karin. Die gibt es auch, habe ich auch im Album drin. Wasser braucht ihr. Und ich nehme Archival Ink auch. So, dann fangen wir mal an. Zwei Farben habe ich ja schon rausgenommen. Habe ich gestern schon hergenommen. Das war das Orange. Muss nur schauen, dass nur einer erwischt und nicht mehr. Also der Hintergrund war dieses Gelb und dieses Orange. Das hatte ich mit diesen zwei Lyra-Stiften gemacht. Und so habe ich da einfach mir einen Spitzer genommen. Und habe mir an die Seite ein bisschen was mit dem Spitzer weggenommen. Tun wir da ein bisschen hin. Moment, ich muss sauber machen. Sonst haben wir kein Gelb, sondern ein Orange. Und dann eben das Gelbe auch noch. Einmal spitzen. So viel braucht er gar nicht. Ich habe jetzt extra ein bisschen mehr genommen. Ich tue das jetzt dahin. So, und dann nehmt ihr einfach eine Sprühflasche mit Wasser und sprüht da das Papier voll. Erstmal auf der einen Seite, weil wir wollen ja zweierlei Farben. Also ich habe das ja halbiert. Einmal gelb und einmal orange. Und dann würde ich jetzt einfach von dem Orangen, was ich mir gerade runter gespitzt habe, da drauf machen. Wie man sieht, löst sich's. Ja, ein bisschen drauf. Dann tue ich noch mal etwas Wasser. Und dann verteile ich das, wie ich will. Mit so einem Aquapinsel wartet. Wie es mir halt gefällt. Und das ist ja wasserlösliche Kreide, also kann ich Wasser hernehmen, so viel wie ich will. Und nehmen, wie gesagt, Aquarellpapier. Finde ich so jetzt auch mal ganz schön. Ein bisschen wuschi wuschi. Entschuldigung für den Radau im Hintergrund. Meine Tochter schaut gerade fern, weil die muss ich ja, während ich beschäftigt bin, auch ein bisschen beschäftigen. So, ein bisschen runter.
ein bisschen was weg. Ein bisschen verlaufen noch. Was seht, brauchen wir kurz einen Föhn. Und möglichst nicht in das Gespitzte jetzt reinföhnen. Moment, umdrehen, dass ich es auch nehmen kann. Will jetzt nicht. Jetzt. Wird jetzt ganz kurz laut. Hätten wir jetzt sozusagen die orange Seite mal, wie hier auch auf der Karte. Ja, so ausschauen. Dann sprühe ich da auf der anderen Seite sozusagen jetzt für das Gelb. Und dann tue ich mir mein Gelb drauf. Das verteile ich auch wieder. Moment. Pinsel sauber. Je nachdem, wie viel Farbe ihr wollt, könnt ihr eben mehr oder weniger drauf tun. Dann mache ich dasselbe wie mit dem Orange. Einfach mit Wasser drüber gehen. Und verteilt sich und löst sich auch super toll mit Wasser. Sind auch ab morgen im Album von Lyra. Die Bröckchen ein bisschen weg. Ein bisschen hin und her. Da haben wir noch was. So, machen wir auch den Pinsel wieder sauber. Könnt ihr mit jeder Farbe machen. Also mir hat halt diesmal Orange und Gelb ganz gut gefallen. Auch jetzt in Anführungsstrichen, demnächst ist ja Frühling. Da fand ich das ganz passend. So, jetzt tue ich noch mal ein bisschen Wasser drüber, dass sich das noch verteilt. Wie ihr seht, ist wirklich wasserlöslich. Entschuldigung, ich habe es aus dem Bild. War nicht mit Absicht. Wieder zurück. Und es würde dann halt so rum ausschauen. Wieder zurück. Machen wir das Blatt weg. Jetzt können wir es normal trocknen. Auch nicht weg, weil wir auch kein Spitzer hier oder kein Spitzes hier liegen haben. Machen wir schnell trocken. Würde jetzt so ausschauen. Umdrehen. Also im Endeffekt fast dasselbe wie hier von den Rosen. Dann könnt ihr natürlich, ich habe jetzt hier Gelb genommen, ich lasse das jetzt trocknen, ich mache noch eins. Ihr könnt natürlich das auch nicht mit Gelb machen, sondern mit anderen Farben. Würde ich, was weiß ich,
jetzt zum Beispiel, damit wir andere Farben haben, Sekunde drehen, dann können wir auch Blau nehmen und Pink, was das jetzt die Pink ist. Dass ich das Richtige da erwischt habe. Tun wir wieder ganz wenig hin mit dem Spitzer. Ihr könnt natürlich auch ganz vorsichtig mit Wasser das da drauf machen. Ich mache es lieber an die Seite. Die Farbe weg, die da noch drin ist. Wieder ganz wenig da drauf. Also sie sind absolut ergiebig, kann man sehen. Wo haben wir mal Blau? Ein bisschen Blau. Auch wieder dahin. Das Blaue. Machen wir einen Pinsel wieder sauber. Jetzt nicht ins blaues Gelb kriegen, weil sonst wird es grün. So, dann tun wir wieder das ein bisschen einsprühen mit Wasser. Dann könnt ihr ja auch, ihr braucht ja nicht zwei Linien machen, ihr könnt es ja auch leicht verteilen da drauf, wie ihr lustig seid und die Farben wollt. Hier ein bisschen das Pinke mit dazu. Oben noch was hin, in Mitte noch ein bisschen. Würde jetzt auch lustig ausschauen. So ähnlich wie die Mystic Sprays oder die Bushu Sprays. So, Wasser drüber. Muss man halt später die Finger waschen, ist normal. Das ist wieder abfärbt. Nehmen wir noch mit Wasser drauf. Dass man was sieht. Ein bisschen rauf und runter laufen lassen. Könnt ihr wieder einen Pinsel nehmen und wieder die Farben ein bisschen verteilen. Moment. Weg. Wieder da oben hin. Ja, Pinsel sauber. Würde ich jetzt ein bisschen drüber gehen mit dem Tuch. Hätte der Sohn Hintergrund. Das machen wir auch wieder trocken. Schaut es dann so aus. Finde ich ganz witzig. Nachdem wir da jetzt noch was haben, können wir noch eine Karte machen. Weil wegschmeißen tue ich nichts. Machen wir wieder ein bisschen Wasser drauf.
wieder den Pinsel. Verteilen. Das Blaue. Vorsicht. Dann nehmen wir noch das Pinke. Auf der anderen Seite. Auf der. Hier noch ein bisschen, überall schön verteilt ist. Also man sieht, die Farbe löst sich super mit Wasser. Ein bisschen hin und her, mischt sich es auch noch mit dem Blau. Seite noch ein bisschen was, machen wir den noch mal sauber. Und wieder blau. Da ist ein bisschen jetzt pink drin, dann wird es lila. Und hier noch das Pinke weg. Hat man sozusagen drei Farben dann. Bisschen verlaufen und nach oben würde dann so ausschauen. Auch kurz warm machen. Also ihr könnt es mit jeder Lycra Farbe machen, wie ihr wollt. Jetzt drei schöne Hintergründe. Das wird jetzt so ausschauen. Würde ich jetzt auch trocknen lassen. Die anderen zwei, die wir gemacht haben, lassen wir jetzt trocknen. Dann tue ich jetzt hier das weg, mache das schnell sauber und zeige ich, wie wir das mit den Blumen und dem Hintergrund gemacht haben. Durchgegangen. Legen wir weg. Das ist nichts. Kommt davon, wenn man zu dünnes Papier hier liegen hat. So. Würde ich jetzt mit dem Gelben hier anfangen. Gelb-Orange. Was ich ja auch gezeigt hatte mit der Karte. Das andere noch trocknen lassen. Kurz auf die Heizung. Brauchen wir einen Stempelblock. Nehmen wir die Rosen, die es jetzt bei uns dann gibt. So. Jetzt die mal raus. Legen die da so an. Dann brauche ich mein schwarzes Stempelkissen. Ich nehme immer gerne das von Lawnfawn. Da könnt ihr alles mit machen, ob mit Wasser oder mit Alkoholmarker. Das hält und die sind schön saftig. Also hat man auch einen schönen Abdruck dann. Na, jetzt. So.
nehmen wir das Kärtchen. Würde ich jetzt so ein bisschen schief drauf machen. Ich bin schon Blue Sticks. Hättet ihr die Rosen. Würde dann so ausschauen. Schnell sauber. Geht nicht. Nein. Wegtun und aufräumen. Wartet, das muss nicht verlieren, die schönen Stempel. Ich leider rein, zu weit draußen. Klebt für Sekunde. So, und dann hatte ich ja noch an der Seite, oben und unten, hier und hier, so ein Schmetterling mit drauf. Machen wir jetzt auch. Und da habe ich das dunkelblaue Stempelkissen hergenommen von Simon Hurley. Das ist, oder die Stempelkissen von dem sind auch super brillant und haben sind auch wasserlöslich. Dann wieder auf eine und auf die andere Seite. Einmal den Schmetterling wegfliegend. Dann auch so wie ich auf der anderen Karte. Hier nochmal. Deckel weg. Da hatte ich ihn. Können wir auch so hinmachen. Hätte ich ihn hier. Aha, auch schnell sauber. So. Und dann habe ich, nachdem ich gehe jetzt ab ganz kurz mit dem Föhn nochmal drüber, nicht erschrecken, macht die ganz trocken, nicht dass er uns noch nass ist. Aber die trocknet sonst ganz, ganz schnell. Pinsel ganz sauber machen. Das ist noch lila. So, Pinsel ist sauber. Und jetzt nehme ich eben diese Stifte von der Karin. Die Brushmaker für die Rosen. Das Rot. Das ist eher braun. In dem Licht sieht man es nicht so gut. Die Rose. Schau, im Dunkeln ist gut munkeln. Rot, wo habe ich dich gestern? Okay, das ist das Rot. So, und dann gehe ich über meine Blätter. Ich habe ja nicht alles rot angemalt, sondern nur Akzente gesetzt. Das heißt, ich nehme mir jetzt da unten zum Beispiel das schöne große Blatt. Geht da mit dem Brushmaker drüber. Und dann nehme ich meine Wassertankpinsel und verteile mir das. Auf dem Aquarellpapier funktioniert das ja super. Würde dann eben so ausschauen.
Das mache ich jetzt bei den Blättern, wo ich meine. Können wir auch von der anderen Seite her machen. Einmal so. Könnt ihr ganz normal über das Papier drüber gehen, passiert dem Stift auch nichts. Passiert überhaupt nichts, einfach mit Wasser dann verdünnen. Dann würde ich jetzt noch mal ganz leicht. Ein bisschen Wasser hier hin. Das war nämlich so, und noch mal verdünnen. Würde es so ausschauen. Hier das große Blatt nehmen. Da noch mal entlang. Wieder mit dem Wassertankpinsel verdünnen. Also es macht schöne Effekte. Würde ich jetzt da an der Seite hingehen. Hier das kleine Blättchen wieder verdünnen. Auf dem Weißen sieht man es natürlich jetzt noch besser. Aber ich finde, es hat einen tollen Effekt auch auf dem Gelb und auf dem Orange. Gehen wir hier hin. Auch wieder verdünnen. Hier an der Seite würde ich hingehen. Und wir gehen jetzt noch wieder los. Das Spiel kann nur wenn du kurz und ich nicht stoppen kann. Auch verdünnen. Es sind ja zwei Rosen, die gehen überein jetzt hier. Das ist aber komisch, ne? Und hier das kleine Eck. Gehe ich zu der anderen Rose rüber. Gehe da oben hin an das Blatt. Und mach hier, die auch wieder verdünnen. Da unten. Also man sieht, mit den Brushmaker kann man super toll auf Aquarellpapier, auf Glanzpapier, eigentlich auf jedem Medium schöne Effekte erzielen. Man kann die Stifte auch untereinander schön mischen. Also da sind den Ideen keine Grenzen gesetzt. Hier hin. An der Seite noch von der. Und dann hat sie ja da oben die Blüte, da würde ich jetzt auch mit Rot hingehen. An der anderen Seite. So. Hebt man hier die Rose, und dann haben wir ja hier noch, würde ich jetzt das Blatt noch nehmen. Die Blüte. Hier. Hier oben. Ganz leicht. Und hier unten. Das dann eben auch wieder verdünnen. So. Hätten wir jetzt zum Beispiel die Rosen. Würde dann so ausschauen. Hat man ja hier auch. Und den Schmetterling hatte ich in Türkis und Pink gemacht. Zeige ich jetzt auch kurz.
habe ich die zwei hergenommen. Pinsel schnell sauber machen. Bin ich von außen nach innen gegangen. Auch einfach mit dem Brushmakern da drüber. Mache ich auch, Moment, ein bisschen Wasser wieder. Mache ich auch wieder verdünnt. Und dann mit dem Türkisen gehe ich da in die Seiten rein. Man könnte auch eben, so wie ich das gestern gemacht habe, da mit dem Wasser wieder drüber gehen. Würde ich da unten noch, Moment, er hat ja zwei Seiten der Flügel, hier entlang. Auch wieder mal. Bisschen Wasser. Auch wieder verdünnen. Gehen wir darüber. Dann nehmen wir nochmal das Türkise hier. Und da geht's runter. Und dann einfach hier nach oben gehen, ein bisschen das hellblau, türkis wird und sich vermischt und nach unten. Hätten wir den einen, würde dann so ausschauen und den oberen genauso. Gehen wir auch wieder hier entlang. Verdünnen. Halt. Können wir nochmal drüber gehen da oben. Er ist dunkelblau mitgegangen. Gehe ich hier hin, hier mit dem Türkis. Auch wieder verdünnen. Und auf der anderen Seite von dem Flügel dasselbe. Ja, auch fangen wir auch wieder mit dem Pinken an. Lass da ein bisschen weiß über, dass das ein bisschen schöneren Effekt hat. So, gehen wir auch drüber. Halt. Ein bisschen Wasser wieder dazu. Mal was haben. So, und dann eben wieder mit dem Türkisen. Hier hin verteilen. Hier runter. Und da haben wir ja noch den Rest vom Flügel. Gehen wir da hoch. Ganz leicht. Machen wir die Stifte wieder zu. Räumen
sie kurz auf. Hättet ihr so eine Karte, wie ich sie gestern gemacht habe? So schaut die aus. Ich würde jetzt da noch einen Effekt hinmachen, dass wir noch eine andere Farbe haben. Welchen Stencil habe ich noch da? Nur den. Nee, Schmann. Ich habe den mitgenommen, den neuen. Ich bin schon ganz blöd heute. Könnten wir jetzt zum Beispiel die Kreise machen? Nehmen wir grün, ganz leicht. Okay. Hier noch was. Hier würde ich noch was hinmachen. Unten, also nur dezent, dass man nicht so viel hat. Gehe ich hier am Rand noch hin. Bei der anderen Karte habe ich es mit Pink gemacht, auch nur Akzente gesetzt. So, zeige ich kurz, haben wir so ganz leicht diese Kreise und als Rand hatte ich Türkis genommen, auch aber eben nicht viel, sondern immer nur ganz leicht, dass es nicht so überlastet ist. So, gehe ich wieder auf mein Papier, wie ihr schon kennt. Dann gehe ich ganz leicht an der Seite von der Karte entlang. Runter zum Schmetterling. Kanten mache ich etwas dunkler. Hier hin. An der anderen Seite noch. Dunkler über die Kante. So. Hättet ihr jetzt im Endeffekt sozusagen die Rosenkarte. Ich muss aufpassen, dass es nicht umklippt. Haben wir sie nochmal gemacht. So. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne anschreiben. Ist kein Thema. Ich freue mich auch über jeden Kommentar und wünsche euch noch einen schönen Abend. Könnt man so, hab vergessen, da könnt man noch so Pünktchen drauf machen. Ich habe jetzt, sieht man's? Ich habe jetzt hier auf der von heute keine Punkte drauf gemacht. Ich finde, dass die Kreise langen. So, das wollte ich noch sagen. Wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Bis dann.